Ja, wir stehen jetzt hier in Karocks-Bostel. Auch hier wieder gut zu erkennen, das Protestkreuz, das Gelb-Rote. Und hinter mir zu sehen, die Autobahn A7 im Einzugsbereich zum Maschener Kreuz, wo es dann nachher A7, A39 weiterführt. Hier soll auch die neue ICE-Bahntrasse über die Autobahn, über das Maschener Kreuz drüber hinweggeführt werden. Und zwar in einer Höhe von ca. 20 bis 25 Meter auf einem Damm, der hier künstlich aufgeschüttet werden soll, und ein Brückenbauwerk über das Maschener Kreuz. Und wenn wir über 20 bis 25 Meter Höhe sprechen, dann müssen wir auch mal in Betracht ziehen, was das von der Breite her bedeutet und was dann letztendlich hier an Flächen auch eingebüßt werden. Wir werden jetzt weiterfahren nach Glüsing zum Hof Wübbe.